Zustände oder Zustandsänderungen zu beobachten und benachrichtigt zu werden, wenn diese auftreten. Wird gerne verwendet in Oberflächentechnologien, um beispielsweise in der Windows Presentation Foundation in WebPF-Anwendungen, um die Oberfläche zu aktualisieren, wenn sich dahinter Daten ändern. Die Alternative ohne so eine Art Benachrichtigung wäre, dass wenn ich benachrichtigt werden möchte oder wenn ich wissen möchte, dass eine Änderung stattgefunden hat, müsste ich immer nachfragen. Und? Ist eine Änderung da? Ist eine Änderung da? Ist eine Änderung da? Sozusagen. Ich müsste das Zielobjekt pollen, heißt das. Also immer wieder nachfragen. Beim Observer Pattern ist es anders. Ich beobachte zwar das, ich registriere mich, bitte informiere mich, wenn du geändert wirst. Allerdings brauche ich dann nichts mehr zu tun und ich werde informiert. Also ich bekomme die Info, jetzt ist es soweit. Es ist sozusagen eine Art Event. Okay, wie kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel, es gibt einen Temperatursensor, das ist unser Subjekt, unser Sensor. Observer Pattern heißt das gerne Subjekt. Und wir haben zwei Observer, die, das eine ist eine Wetterstation, die möchte die Temperatur anzeigen, digital. Und das zweite kann zum Beispiel ein Logger sein oder Notification sein. Also send mir eine E-Mail oder send mir eine SMS. Und ja, wie auch immer, das dritte könnte sein etwas, das ein Diagramm zeichnet. Auf jeden Fall, links haben wir die Temperatur, das ist das Subjekt, rechts haben wir die Observer und die wollen benachrichtigt werden, wenn sich die Temperatur ändert. Also links das Subjekt, rechts die entsprechenden Observer, können 1 sein, 2 sein, viele sein und die werden entsprechend benachrichtigt. Das Klassendiagramm sieht ungefähr so aus. Das Subjekt hat eine Möglichkeit, dass sich die Beobachter registrieren, also dass ein Observer sagt, bitte liebes Subject, ich möchte informiert werden, wenn sich dein Zustand ändert. Er kann sich aber nicht nur registrieren, sondern auch deregistrieren, dass er nicht mehr informiert wird. Und das Subjekt kann natürlich beim Ändern des Zustandes die entsprechenden Observer benachrichtigen. Der Observer hat dann eine Methode aktualisieren, damit sich dann die vom Subjekt beim Benachrichtigen aufgerufen wird, damit eben die Oberfläche aktualisiert wird oder beziehungsweise als E-Mail versendet wird, um beim Temperaturbeispiel zu bleiben. Die oberen beiden sind sozusagen abstrakte Klassen-Interfaces, sowas in der Art, je nachdem, was die Programmiersprache hergibt, und ein konkretes Subjekt, konkreter Beobachter sind die entsprechenden Implementierungen dieser Interfaces. Die Implementierung vom Benachrichtigen des Subjekts ist recht simpel. Und zwar ist es einfach nur so, dass hier in der Schleife alle Beobachter, die sich registriert haben, aktualisiert werden. Also die Aktualisieren-Methode aufgerufen wird, die ja jeder Beobachter entsprechend hat. Und dort der Zustand mitgegeben wird vom Subjekt. Ja, es kann ein Integer, Floatwert sein, das kann aber auch wirklich ein Objekt sein, mit mehreren Daten und entsprechenden Daten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.